Hey Freunde und willkommen zurück zu Metro 2033. Die Sharon ist da und der Holly auch. Hey. Hallo. So, wir machen jetzt weiter mit Metro. Und wo sind wir stehen geblieben? Hier, bei den Kügelchen des Todes. Und ich habe hier gesehen, dass wir etwas übersehen haben. Das Teil hier, die Puppe da. Die Geheimwaffe der Russen. Warum nimmst du die Puppe nicht mit? Ja, will ich ja, weil die... Aber gar nicht. Warum? Verdammt. So, gut, und jetzt... Achte mal auf ein bisschen auf deinen... Achso, ich dachte, der geht weiter. Ach, nö. Den habe ich an alleine. Ach so. Stehe. Gut, und du hast gesagt, man kann die Dinger da kaputt machen? Ich glaube es. Das versuchen wir jetzt. Volle Konzentration. Oh, da sind die. Geht nicht. Oh, doch. Ist kaputt. Yay. Dann dürfen sie ja da rein theoretisch nicht mehr rauskommen. Nee, geil. Wusste ich gar nicht. Das ist ja... Das macht das Ganze ja viel... Oh, lad nach. Verdammt. Oh Gott. So. Oh Gott. Die sehen doch eklig aus. Und die kamen ja nicht im Buch vor, oder? Das habe ich im letzten Part, glaube ich, auch schon gesagt, dass, die nicht als einzelne Kugeln auftauchten, sondern als große... Aha. Nein. Ich bin tot. Oh nein. Ach was? Ja, so schnell geht's. Letzten Speicherpunkt nochmal laden. Oh, ich liebe diese Stelle. Muni aufsammeln. Mun. Okay, ich kann den Song nicht. Verdammt. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Und jetzt, ich kann sie auch eigentlich von hier so abknallen schon, ne? Ja. Nein. Funktioniert? Wenn ich jetzt mal nachlade. Mann. So. Und. Okay, die Waffe ist ultra mega stark. Vielleicht sind die auch noch. Nee, doch, ist tot. So, und jetzt von hier. Ich dachte, die sind noch nicht geskriptet. Nee, oh nein, jetzt sind die geskriptet. Oh nein, wegen unserem Kollegen hier, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Ist das Ullmann? Könnte sein. Aber Ullmann hat einen anderen Gang. So. Warte. Oh nein. Und den da oben. Komm, ich will die Stelle hinter mir haben. Ullmann, pass auf dich auf. Ja, pass auf dich auf. Ich bin nicht zur Unterstützung da, du musst auf dich alleine aufpassen. Aber du bist doch auf meinem Rücken, du kannst auch eine Knarre nehmen und hier, ne? Ich muss mich gerade ganz krampfhaft in deine Haare festkrallen, ja? Ach so, ja. Damit ich nicht unterfalle. Ich schneide mir nicht noch 1 Millimeter. Damit ich unterfalle? Nein, damit du mich kämpfst. Für die Freiheit. So. Ich wollte gerade sagen, konzentrier dich da. Hinter dir wird gerade explodiert. Da an der Wand ist noch... Oh, der hat so... Was ist passiert? Ich lebe noch. Das ist Standbilder. Ja, jetzt geht's wieder weiter. Alles cool, ich lebe noch. Ich habe ein Standbild bekommen und in dem Moment hast du oh, gesagt. Das ist ganz schön abgestürzt oder so. Nee. Das war gerade ganz schön heftig hier. Viel zu viele. Komm schon, lad nach. Also ich glaube, nach diesem Part habe ich erstmal Paran. Also Angst vor Giotto-Kugeln. Wieso Giotto? Giotto ist doch nicht schleimig. Ja, sie sind rund. Vor dir ist noch da. Da. Komm schon, stirb. Okay, es ist tot, okay. Mein Licht wird auch immer schwächer. Zip. Und uns wurde auch gesagt, dass wir mit diesem Ding auch unsere Nachtsichtgeräte hier, also unser Nachtsichtgerät, auffüllen können. Das wusste ich gar nicht. So. Ich auch. Okay, ich habe das Spiel auch noch nie gespielt. Ich hoffe, er funktioniert noch. Unsere Nachtsichtgeräte, ja, meins auch. Ja. Ja, um hier das komplette Feeling zu haben, ist einfach mit bei dir. Ja. Wir haben eure Ankunft erwartet. Wir sind jene, die ihr die unsichtbaren Beobachter nennt. Eure Zeit ist gekommen und nun spürt unseren Zorn. Ullmann, lass den Mist. Oberst, ich habe die Lautsprecher reaktiviert. Das Signal vom Aufzug liegt nun auf meiner Konsole. Ich schalte jetzt ein. Los geht's. Unsichtbare Beobachter. Okay. Wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Ich habe gerade nur durch deine Kopfhörer unseren Zorn gehört und dann Ullmann, lass den Mist. Jupp. Das hat sich auch genauso angehört. Wir sind bei euch. Wir haben es geschafft. Ja, Biomasse. Und das war doch nicht auf Ullmann. Auf dem Weg ins Herz der alten Zitadelle spürte ich meine Seele zittern. Welcher Mensch hatte das Recht, sich Herrscher über D6 und somit über die zerstörerischen Waffen zu nennen?
Synchron sprechen. Oberst, gehen Sie zur russische Sportart. Dort ist in der Mitte ein Hauptreaktor. Links vom Kontrollraum. So. Ein Aufzug führt ganz nach unten. Von dort müssen Sie die Treppe nach oben. Ja, wir können keinen Synchron springen machen halt, weil das ganze Wasser immer eingefroren ist. Ich sage dann, wie es weitergeht. Also dachten wir... Schwimmen. Ja, Synchron schwimmen. Ja, genau. Genau. Mein Gott. Was war das? Das ist irgendwie voll eklig. Sieht ein bisschen aus wie aus Dead Space. Stimmt. Diese dicken Kerle aus dem dann. Ganz viele andere Kerle kommen. Ganz viele kleine Kerlchen kommen, genau. Richtig. Oh, ich ersticke gerade. Keine Granaten werfen. Okay. Keine Granaten. Dann werfe ich mal eine, oder? Nein, mach ich nicht. Oh Mann, ich habe keine Muni, nur noch für diese. Was? Aber. Was denn aber? Soll ich eine werfen? Oh nein. Er macht schon weiter hier. Das ist ja, hier sind noch mehr solcher Dinger. Und wo zur Hölle bin ich gelandet? Oh. Das ist ein Spaß mit diesen Dingern. Oh nein. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja. Buchen Sie noch heute. Buchen Sie nochmal die gefährlichen Giotto-Kugeln, die Sie töten. Jetzt für großen. Oh, ich kann mich Deine nicht. Deine Gasmaske stirbt gerade. Ja. Yep. Ich bin noch extrem gerade angespannt. Das Kommentieren ist gerade voll schwer, weil ich diese Szene einfach nur hinter mich bringen will. So. Oh, keine Muni. Super. Yay. Nur noch ein Messer. Super. Okay. So, Leute. Holly fängt gerade an zu versagen. Ja. Und deshalb werde ich jetzt für ihn kommentieren. Oh, weil, mein Gott. Habe ich noch? Ich habe noch andere Waffen, oder? Ach, genau hier. Dein Peak-Ding. Mein Peak-Ding, genau. Oh, das ist stark. Stimmt, die machen mit einem Schuss alles weg. Hätte ich früher nehmen sollen. Ja. Boah. Man kann es auch übertreiben. Und er ist tot. Oh mein Gott. Miller war es, genau. Miller. Meine Güte. Ich mache mal kurz nebenbei Metro ein bisschen leiser, weil ich glaube, Metro ist verdammt laut. Bitte warten. So. Ach man, Ullmann. Miller. Ullmann, Miller. Die heißen aber auch alle gleich. Ullmann, Kahn, Miller, Wladimir. Ah, alles gleich. Ulkami, Vladi. Oh Mann. Wo ist der? Der ist schon da hinten. Ich glaub's doch nicht. Komm, ich geh jetzt vor, oder? Weil du kannst eh nichts. Du kannst nur sterben. Du kannst eh nichts. Dafür, okay, dass er nichts kann, hast du aber lange nach ihm gesucht. Damit er dir hilft. Das. Er kann trotzdem nichts. So. Hä? Katz. Ich verstehe dich nicht. Ich bin gleich wieder. Oh, ich glaub's nicht. Ich werf mal was total random dazwischen. Bei mir schneit's gerade. Bei dir schneit's gerade? Ja. Lass uns darüber reden. Okay. Wie viel denn? Weil das hier ist gerade unnötig. Richtig, richtig dicke Flocken. So richtig, weißt du? Ich glaub nicht, dass also so fetter Hagel. So Fußballbälle. Nee, Schneeflocken, nur ganz dick halt. Jo. Oh Gott, ich hoffe, bei uns schneit das nicht. Ich mag keinen Schnee. Stopp, halt dich, komm, gib's dir. Okay, wow. Was denn jetzt, soll er sterben oder sich heilen? Weil ich kann doch nicht beides machen. Ja, ach verdammt, stimmt, ich bin ja keine Frau. Ja. Hey. Ja, ihr könnt auch sterben und gleichzeitig euch heilen oder so. Ja. Nee. So, und... Komm schon. Halt durch, Müller. Das schaffen wir. Weißt du, was jetzt helfen würde? Eine Granate. Hm. Aber hat uns ja jemand verboten. Au, oh, die... Nicht ragen, nicht rumragen. Alles cool. Okay. Und den letzten Speicherpunkt nochmal laden. Oh mein Gott. Okay. Wirf mal eine Granate. Eine Granate? Ja, wirf mal einfach eine. Ich werf jetzt eine. Oh, wenn wir welche hätten. Ich hab sie irgendwie abgelegt hier. Er hat sie wahrscheinlich weggenommen. Voller Arsch. So. Alle Praktiker kann man nicht vertrauen. Gib die Granaten her. Aber, nein. Richtig. Aber die waren teuer. Ist mir egal. Gib's her. So.
Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Ich hier als, ne? Ich weiß, weil ich, wenn meine Konzentration gerade nachlässt. Ruder, letzte Speicherung nochmal laden. Komm schon, noch, konzentrier dich. Dumm gespielt, ne? Nicht. Das ist Metro. Das ist schwer. Au. Was ist da rechts? Liegt da eine neue Gasse? Ja, aber die kann ich nur hin und her kicken. Okay. Okay, es sieht irgendwie nicht gerade gut aus für Miller. Okay, gut. Und? Okay, zwei Schüsse, dann ist das Ding weg. Miller, komm zurück, Miller. Miller, du Idiot. Aber irgendwie taktisch geht diese KI von dem Kerl nicht vor, ne? Nee. Der geht einfach drauf los. Tut ja nicht weh. Gott. Oh. Oh Gott, der Wecker denkt sich auch schon. Oh Gott, nein, wir müssen Schnitt machen. Wir müssen Schnitt machen. Kann ich nicht mehr länger ansehen. Ich kann nicht mehr angucken. Dreh mich um, Klappe. Dreh mich um. Vergessen Sie nicht, dass einige Feinde Nachtsichtgeräte haben. Ach so, genau. Gut, ich glaube, das. Ja, dann sieht's natürlich alles anders aus. Das machen wir nochmal hier. Letzte Speicherung nochmal laden. So, hier Schrotflinte und so. Okay, nehmen wir jetzt. Ich schieße jetzt einfach mit meinem Geld, weil es stärker ist. So. Okay. Das Geld zu schießen? Also ich sehe das jetzt nicht so gut, ob die gleich kaputt gehen, wenn man mit dem Geld schießt. Nee, also ich schieße auch irgendwie gerade nicht mit meinem Geld. Mehr merke ich, oder? Moment. Nee. Das leuchtet auf jeden Fall nicht. Hm. Oh ja, Miller, gefällt's dir? Genau wie mir. So, von links kam auch noch welche. Nee. Boah. Komm schon. Fix. Nochmal. Okay, bringt nichts. Hm. Okay, hier rechts, diese Typen haben mich umgebracht, was? Ist ja blöd, hab ich gesagt. Mhm. Nichts bringt. Der hat aber voll die geile Waffe, der Miller. Ja. Also mit der wär's auf jeden Fall einfacher hier. Da kommt ein. Okay, ist tot. Oh mein Gott. Komm schon. Los, Miller. Der ist da hinten und stirbt gerade. Ach so, okay. Aber ich kann nicht auf ihn achten und auf mich gleichzeitig, das geht nicht. Oh. Aber es ist deine Aufgabe, Mann. Oh nein. Ach, und da kommt der Nächste. Na komm, fast, Miller. Nein, nicht mich. Oh, ich sehe nichts mehr. Gleich die Gasen ist kaputt. Scheiße. Oh. Okay, ist kaputt. Puh. Ich höre sie immer noch. Ach, hier. Nein. Okay, ist tot. Gut. Ich höre sie immer noch aufplatzen. Hier ist die Treppe. Gott, wir haben es geschafft. Ich habe jetzt Angst. Ach ja, stimmt, ja. Miller, schnell nach oben. Komm, bald ich. Sie anschubsen, Freund. Erinnerst du dich an die Szene? An welche Szene? Das Hochklettern da? Ach so, die erste Szene war das, oder? Ganz das war der Anfang. Ah, war das auch Miller vor uns? Wo ist der Hebel? Okay, aber ich würde sagen... Was? Soweit ich weiß. Es hat gespeichert, mach Pause. Oh ja, ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.